Neues Jahr und neue MCU-Serie, die gestartet ist. Der eine oder andere kennt sie, aber einige können mit dem Charakter bestimmt überhaupt nichts anfangen. Das wird sich nach diesem Video auf jeden Fall ändern. Die Rede ist von Echo. Und Echo hatte ihren ersten Auftritt 1999 in Daredevil Nummer 9. Ihre Schöpfer sind David Mack und Joe Quesada. Hinter Echo steckt Maya Lopez und sie ist die Adoptivtochter von Wilson Fisk, besser bekannt als Kingpin. Als Maya noch ein kleines Mädchen war, wurde ihr Vater Willie Lincoln von Kingpin getötet und hinterlässt einen blutigen Handabdruck auf Mayas Gesicht. Dies sollte auch in Zukunft ihr Symbol auf dem Gesicht bleiben. Ihr Vater bittet vor seinem Tod Kingpin, dass er sich um Maya kümmert und sie gut erzieht. Maya gehört zu den wenigen Charakteren, die gehörlos sind. Dies ist allerdings auch erst später aufgefallen, weil sie von Anfang an die unglaubliche Fähigkeit besitzt, Lippen zu lesen. Maya gilt als geistig behindert und wird von Kingpin auf eine teure Schule für Menschen mit Lernschwierigkeiten geschickt. Aber recht schnell wird klar, dass sie eigentlich auf eine ganz andere Schule geschickt werden sollte. Das erkennt auch Wilson Fisk und schickt sie auf eine teure Wunderkinderschule. Sie zeigt sich als Pianistin, Tänzerin und Akrobatin auf einem sehr hohen Niveau. Kingpin lässt sie auch in verschiedenen Kampfkünsten unterrichten. Sie wird nicht nur eine stabile Kämpferin, sondern auch eine exzellente Schützin. Was noch dazu kommt, ist ein fotografisches Gedächtnis bzw. Reflexe, was heißt, sie kann alles direkt nachmachen, wenn sie es sieht. Fisk nutzte Echo und setzte sie auf Matt Murdock an, der in Kingpins illegalen Operation herumschnüffelte. Sie sahen Kingpin eine gute Vaterfigur und wollte diesen Auftrag natürlich sehr gerne ausführen. Nach mehreren Treffen bzw. Dates verliebten sich Maya und Matt ineinander. Als Maya Fisk fragte, ob er wissen würde, wer ihren Vater getötet hat, antwortete Fisk, dass es Daredevil gewesen ist. Daraufhin spürte sie für Daredevil nur Hass und den Wunsch nach Rache. Sie sah sich daraufhin verschiedene Videos von Daredevils Kämpfen an, um seine Bewegungen und Techniken genau zu studieren. Es kam zu mehreren Aufeinandertreffen der beiden, in denen Echo jedes Mal die Oberhand gewinnen konnte. Matt erkannte natürlich an ihrem Geruch, dass seine Angreiferin Maya ist. In ihrem letzten Kampf in Ausgabe 15 bemerkte sie eine Wunde in Daredevils Gesicht. Dieselbe Wunde, die auch Matt Murdock hatte. Sie konnte recht schnell 1 und 1 zusammenzählen und konfrontierte daraufhin Kingpin und schoss ihm dann aus nächster Nähe ins Gesicht. Sie verließ dann für eine Weile New York City und bereiste die Welt. Übrigens, der Kingpin überlebte das Ganze. Nach einer Weile kehrte sie dann in Ausgabe 51 wieder nach New York zurück, in der Hoffnung, die Dinge und Liebe zwischen ihr und Daredevil wieder aufleben zu lassen, musste dann aber schmerzhaft feststellen, dass Matt bereits mit jemand anderem zusammen war. Anschließend besucht sie Kingpin und dieser sagte ihr, dass er ihr nicht die Schuld für das gibt, was passiert ist. Er liebt sie immer noch, als wäre sie seine eigene Tochter. Ihre Reise führte sie dann zu einem Stammeshäuptling, den alten Freund ihres Vaters. Dort konnte sie ihre Seele beruhigen, er hilft ihr bei ihrer Genesung und gibt ihr Wissen über die japanische Kultur und das japanische organisierte Verbrechen. Sie trifft auch auf Wolverine und die beiden freuen sich sogar an, bis sie schließlich mit ihrer Vergangenheit abschließen konnte. Maya ist aber nicht nur unter dem Namen Echo bekannt. 2005 in der New Avengers Serie kreierte der Autor Brian Michael Bendis den Charakter Ronin und anfangs war es natürlich ein kleines Mysterium, wer in dem Kostüm steckt. Daredevil hatte Maya für die New Avengers empfohlen und sie an Captain America verwiesen. Dabei nutzte sie die Ninja-Identität als Ronin. Matt versorgte sie mit Informationen über die Hand, die Yakuza und dem Silver Samurai. In Japan infiltrierte sie dann die Yashida-Festung und erfuhr dabei, dass die Hand gemeinsame Sache mit Madame Hydra macht. Nach einem Clash zwischen der Hand, Madame Hydra und den New Avengers entscheidet sich Maya dafür, in Japan zu bleiben und die Aktivitäten der Hand zu beobachten, in Hoffnung, den Konflikt zwischen ihnen und den Yakuza zu lösen. Sie hörte auch Gerüchte, dass Elektra als Anführerin der Hand an der Macht sein könnte und sie sollte mit ihrem Verdacht Recht behalten. In Ausgabe 27 kam es dann zum Kampf zwischen Ronin und Elektra. Dabei wurde Maya auch getötet, aber paar Panels später von der Hand auch direkt mit dunkler Magie wiederbelebt. Sie sollte sich Elektra und ihrer Truppe anschließen, aber Maya wurde dann von Luke Cage und seinen New Avengers gerettet. Später stellte sich auch heraus, dass es sich bei Elektra um einen Skrull gehandelt hatte. Welche Verbindung hatte Maya eigentlich mit Clint Barton bzw. Hawkeye? Während ihrer kurzen Zeit bei der Hand übernahm Clint die Rolle als Ronin. Als Maya wieder back war, wollte er ihre Rüstung wieder zurückgeben, aber Maya entschied sich,
die Ronin-Identität an Clint Barton zu übergeben. Kurze Zeit agierte sie sogar in einem weiblichen Daredevil-Kostüm, sie war danach auch weiterhin für die New Avengers mit am Start. Nach der Skrull-Invasion machte sich Maya auf den Weg nach Los Angeles. Sie wird 2011 zu einer wichtigen Figur in der Moon Knight-Serie. Sie hilft Moon Knight dabei, herauszufinden, wer der Kingpin von L.A. war und begann mit Mark Spector auch eine romantische Beziehung. Der West Coast Kingpin entpuppte sich als Count Lucino Nefaria. Während eines Kampfes mit ihm wurde Maya scheinbar durch eine von Nefaria verursachte Explosion getötet. Aber Echo kehrte 2016 in Daredevil Annual 1 durch mysteriöse Umstände wieder zurück und unterstützt Daredevil dabei, New York vor einem von Claw geschaffenen Schallvirus zu retten. 2020 und 2021 ab Avengers 40 lief die Storyline Enter the Phoenix. Die als Phoenix Force bekannte kosmische Kraft kehrte zur Erde zurück und veranstaltet einen Wettbewerb, um ihren nächsten Wirt zu bestimmen. In verschiedenen Kampfproben traten die versammelten Champions gegeneinander und eigentlich hat Echo ihren Kampf gegen Namor verloren. Die Phoenix Force fühlte sich von Mayas Leiden angezogen, ebenso von ihrer Fähigkeit, sich anzupassen und ihre Kräfte auf unterschiedliche Weise auszuüben. Es ließ Echo wieder auferstehen und wählte sie zu ihrer neuen Gastgeberin. Nachdem Jennifer Walters das Team verlässt, wird Maya ein Mitglied bei den Avengers und begleitet das Team auf ihren Missionen. Später verlässt sie das Team bzw. ist sie nicht mehr ein Teil der Avengers in der 2023 neu gestarteten Avengers-Serie. Kommen wir zu ihren Kräften und Fähigkeiten und Echo ist ein sehr talentierter Charakter. Sie ist Pianistin, Tänzerin, Akrobatin und Meisterkampfkünstlerin. Sie ist eine Expertin für verschiedene Kampfkünste. Sie kann alles, was auch Daredevil und Bullseye drauf haben. Genauso lernte sie verschiedene Techniken und Methoden durch das Studieren verschiedener Kampfkünstler wie Bruce Lee oder Jackie Chan. Das liegt daran, weil sie fotografische Reflexe hat, eine sehr besondere Fähigkeit, weil sie damit allein durch das Beobachten andere Menschen perfekt nachahmen kann. Durch das Beobachten von Bullseye wurde sie auch eine Expertin im Schießen. Allgemein ist sie auch sehr geschickt im Umgang mit Waffen jeglicher Art, egal ob Schusswaffen oder Nahkampfwaffen. Durch die Phoenix Force hat sie natürlich nochmal einen enormen Powerschub bekommen, darunter Telepathie, Flugfähigkeit, übermenschliche Kräfte und sämtliche kosmischen Feuerfähigkeiten. Seit klein auf hat sie die Fähigkeit des Lippenlesens, was natürlich ein großer Vorteil ist aufgrund ihrer Schwäche. Ihre große Schwäche ist ihre Taubheit. In Kampfsituationen ist sie ein leichtes Ziel bzw. anfällig für Angriffe außerhalb ihrer Sichtweite. Ablenkungen durch Lärm oder Strategien, die auf akustischen Signalen basieren, können sie überraschen und ihren Gegner einen Vorteil verschaffen, weil sie das halt einfach nicht mitbekommt. Echo ist ein recht cooler und facettenreicher Charakter. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sie bereits vorher kanntet oder ob ihr sie cool findet. Im nächsten Video wird es dann um Kingpin gehen, ein Charakter, der sich bereits häufiger gewünscht worden ist in letzter Zeit und jetzt passt es vom Zeitraum ganz gut, passend zur Echo-Serie, wo der Kingpin auch mit am Start sein wird. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.